Ja, mein nächster Gesprächspartner ist Aljoscha Dirks. Aljoscha, wir kennen uns schon seit der Lunale 2020 und sind daher auch schon per Du. Du hast vor 5 Jahren die Firma Evo Motion gegründet und dir zur Aufgabe gemacht, Menschen mit Einschränkungen in der Fortbewegung zu einem besseren und sicheren Laufen zu verhelfen. Und wie man sich das vorstellen kann, wollen wir auch zunächst einmal in einem kleinen Einspieler zeigen. Ja, ich finde das so beeindruckend, was man da sieht. Ich kenne diese kleinen Plättchen nur, klebt man sich an den Bauch und lässt Fett wegrütteln, ohne dass man sich bewegen muss. Aber du setzt das ja so toll ein und hilfst vielen Menschen dabei. Wie bist du auf die Idee gekommen? Ja, genau. Ich habe eigentlich klassischen Ingenieurberuf erlernt und habe in Hamburg Harburg studiert. Und bin dann irgendwie da reingerutscht, dass im Master gab es ein neues Institut an unserer Uni für medizinische Robotik. Und mich hat das Thema einfach sehr, sehr stark gepackt irgendwie. Und ich wollte einfach mehr in dem Bereich mich weiterentwickeln. Ich habe zurzeit dann auch schon in Lüneburg gearbeitet, konnte da dann aber meine Masterarbeit nicht schreiben, weil eben im medizinischen Bereich nichts angeboten wurde. Und über mehrere Zufälle kam ich dann an ein anderes Lüneburg-Unternehmen, was eben im Bereich Orthetik, also sprich externe Schienensysteme, Erfahrung hat. Und die waren zu der Zeit damit konfrontiert, dass eben die Elektrostimulation im Markt immer mehr eingesetzt wurde und teilweise auch als Alternative zu einer Orthese eben eingesetzt wurde. Und da war eben so die Frage, was mache ich eigentlich von der Orthese oder was brauche ich eigentlich? Brauche ich eine Orthese? Brauche ich die Elektrostimulation? Kann ich es vielleicht kombinieren? Was wir jetzt im Einspieler vielleicht gesehen haben, das war einmal so dieser komplette Weg eigentlich von unserem Produkt. Das heißt, das Produkt wird im Sanitätshaus auf den Patienten wirklich angepasst. Wir können dann Muskeln stimulieren, also wir geben im Wesentlichen elektrische Impulse in das Nervensystem rein, um dann entsprechend die Muskeln wieder aktivieren zu können. Das ist natürlich insbesondere dann nötig, wenn der Patient es selber nicht mehr kann. Das heißt, unsere Patienten sind typischerweise Schlaganfallpatienten, Multiple Sklerose-Patienten. Bei Kindern sind es die Zerebralparesen häufigerweise, aber auch kindliche Schlaganfälle. Und denen können wir eben helfen, indem wir mit elektrischen Impulsen dann weitergehen. Genau. Und auf jeden Fall war dann das Thema meiner Masterarbeit, eben zu gucken, was braucht der Patient eigentlich wirklich. Ich habe mir in dem Zuge natürlich die ganzen Systeme angeguckt, die es auf dem Markt gab, und habe da schon gemerkt, dass es eigentlich nicht mehr dem Stand der Technik entspricht und es einfach bessere und elegantere Varianten gibt. Und habe dann sozusagen selber ein System, ich würde es mal nennen, gebastelt,
eine Patientin versorgt, dann in Kombination. Damals gab es eben die Kombination auch noch nicht zwischen einer Orthese und der Elektrostimulation. Man muss sich das so vorstellen, die Orthese stabilisiert, führt, korrigiert biomechanische Verformungen oder einfach Kontrakturen. Und dann kann eben die Elektrostimulation erst richtig arbeiten, weil eben diese Führung und diese Stabilität erstmal überhaupt gewährleistet ist. Das hat sehr gut geklappt. Und dann habe ich meine Doktorarbeit angefangen und dann kam auch so der eine Zufall zum anderen. Und es war einfach so, ich konnte dieses Produkt bisher nicht so wirklich offiziell am Patienten anwenden, weil es eben nicht zertifiziert war. Es ist natürlich ein Medizinprodukt dann in dem Moment, wo man es am Patienten anbringt. Und dann kam halt die Idee auf so eine Firma, oder ich wurde eher dazu, ich will nicht sagen gedrängt, sondern ich wurde dazu motiviert, das doch vielleicht in einem Unternehmen umzusetzen. Und habe da dann auch gute Unterstützer gefunden, also gerade die Wirtschaftsförderung. Da wurde ich sehr, sehr gut beraten und betreut. Und bis heute auch noch, muss ich sagen, haben wir dann einen sehr, sehr guten Kontakt zu. Und wir haben dann eine Förderung bekommen. Ich habe von Anfang an zwei Investoren gehabt, habe also großes Glück gehabt, dass ich diesen ganzen Start-up, klassischen Start-up-Bereich mit Einwerben von Fördermitteln nicht machen musste und konnte so relativ frei aufspielen, mich überhaupt mit den medizinischen Regularien beschäftigen. Trotzdem muss man sagen, eine Planung ist gut, aber wenn man dann mit der Realität konfrontiert wird, dann ändert sich natürlich vieles. Aber wir hatten auch da von Anfang an einen guten Steuer- und Unternehmensberater, der uns da geholfen hat. Und ich kann das dementsprechend auch nur empfehlen, man sollte zu Anfang echt wirklich gucken, wo kriegt man Beratung da. Man muss ja nicht gleich Unsummen an Berater ausgeben, sondern es geht wirklich darum, erstmal überhaupt sich so ein bisschen Orientierung zu holen, Informationen zu holen und auch zu wissen, wann brauche ich eigentlich welche Unterstützung. Ja. Genau. Ja. Und ich kann mir das jetzt vorstellen. Ich brauche sowas, ich komme zu dir in die Wallstraße und du passt mir so ein Gerät an. Oder wie funktioniert das im Detail? Nein, das nur im Individualfall. Mhm. Wir haben oder wir arbeiten zusammen mit Sanitätshäusern in Deutschland zumindest. Das heißt, wir sind mittlerweile vor allen Dingen in Skandinavien, Deutschland, aber auch jetzt mittlerweile außerhalb von Europa aktiv. Und wir arbeiten mit Kliniken, Reha-Zentren oder eben in Deutschland sind es die Sanitätshäuser zusammen. Das heißt, wir lernen oder wir geben das Know-how weiter, wie man unser Produkt anwendet, wie man überhaupt Elektrostimulation benutzt. Und unsere Produkte sind immer Individualanfertigungen, das heißt, die werden wirklich auf die Bedürfnisse des Patienten angepasst und müssen entsprechend auch im direkten Patientenkontakt dann entwickelt werden oder vordesignt werden und die werden dann bei uns in Lüneburg produziert. Das heißt, bei uns wird wirklich produziert, entwickelt und koordiniert und die Anpassung erfolgt dann im Sanitätshaus bei den Experten, die von uns geschult worden sind. Und die dann die ganze Patientenhandhabung machen. Also ich war bei euch in der Wallstraße und tatsächlich Schneidereien, die Stoffe zunähen und was geklärt. Also wird alles in der Wallstraße produziert, ne? Genau. Also das ist tatsächlich auch eins der Sachen, die auch in den letzten Jahren vor allen Dingen mir sehr, sehr gut getan hat. Wir haben von Anfang an relativ viel selber gemacht. Wir sind natürlich in einem sehr starken regulierten Bereich in der Medizintechnik, aber auch, man muss sagen, wenn man gerade im Individualbereich ist und erstmal anfängt, muss man erstmal gucken, dass man überhaupt Lieferanten findet, die Teile liefern. Und wir haben sehr, sehr viel selber gemacht, dadurch auch sehr, sehr viel gelernt. Zum Beispiel, damals waren wir noch auf einer Konferenz, wo wir uns eben mit medizinischen Regularien auseinandergesetzt haben. Und damals hat uns jeder abgeraten, doch eine App zu entwickeln, mit der man eben so ein Gerät steuern kann, weil das damals noch nie zugelassen war. Es gab keine medizinischen Apps, die ein Gerät steuern konnten. Es gab maximal so Apps, die etwas anzeigen konnten oder ähnliches. Und uns wurde dringend davon abgeraten. Und ich habe aber gesagt, wenn ich auf einem Windows-Computer eine medizinische Software laufen lassen kann, dann muss ich das ja wohl auf einem Smartphone auch machen können. Und das Ziel ist natürlich auch nachher ein medizinisches System zu schaffen, was vielleicht gar nicht sich anfühlt wie ein Medizinprodukt, sondern dass man eben auch mit dem System leben kann. Weil die wenigsten Patienten wollen eigentlich so aussehen, als ob sie irgendwie krank sind und dann ein medizinisches Gerät am Bein haben. Genau. Und ja. Du hast gesagt, du würdest dir wünschen, dass dieses Gerät schon viel eher an den Patienten kommt, während der Reha oder wenigstens direkt im Anschluss an eine Reha-Maßnahme. Das ist im Moment gar nicht gang und gäbe. Oder? Genau, also grundsätzlich ist es so, dass natürlich
mehr und mehr Leute von Systemen kennenlernen. Auch mittlerweile gibt es einfach, wie in allen anderen Bereichen, Weiterentwicklungen. Und es wird auch mehr und mehr kommuniziert, was für Möglichkeiten überhaupt da sind. Aber grundsätzlich ist es so, wir haben jetzt in Deutschland einige hundert Patienten, würde ich sagen, dass die meisten Patienten, und da muss ich mich nur hier in die Altstadt begeben und mich eine Viertelstunde hinsetzen, dann sehe ich immer jemanden, der das System auf jeden Fall gebrauchen könnte und dem man es helfen kann. Das heißt, die meisten wissen eigentlich gar nicht, welche Technologien es alle gibt. Und auch gerade im Klinikbereich, man wird erstmal akut sehr gut versorgt, man wird auch in der Reha gut versorgt, aber dann landen die Patienten meistens erstmal wieder in der Häuslichkeit. Der Therapeut weiß nicht, welche Möglichkeiten es gibt, weil der einfach auch sich nicht fortbilden kann. Das ist ja auch gar nicht möglich. Aber gerade dieses Entlassungsmanagement ist natürlich ein Thema, sodass es eigentlich wichtig ist, auch so ein bisschen zu kommunizieren, was es eigentlich für Möglichkeiten gibt, gerade wenn man solche Erkrankungen hat, damit man eben rechtzeitig agieren kann und gar nicht erst sich Kontrakturen, also Muskeldegenerationen eintritt oder irgendwelche Fehlstellungen sich ausbilden. Genau. Das ist ja auch nicht eine Frage des Preises. Wird das von der Krankenkasse übernommen? Oder? Genau, die Systeme werden von der Krankenkasse übernommen. Ja. Das ist immer noch ein langwieriges Verfahren. Das ist nicht wie irgendwelche Arzneimittel oder Ähnliches, die sofort bezahlt werden. Es sind natürlich hochpreisige Geräte, aber die werden nach einem Verfahren von der Krankenkasse dann auch übernommen. Man muss begründen, man muss natürlich auch sagen, warum dieses Hilfsmittel und gerade das Hilfsmittel dann versorgt werden soll. Das heißt, auch da muss das Sanitätshaus dann eben Videodokumentationen anfertigen, wie der Patient läuft. Es werden verschiedene Hilfsmittel verglichen, Orthesen, Kombinationsversorgung oder eben nur die Elektrostimulation. Und auch im Elektrostimulationsbereich gibt es natürlich Leute, die vor uns da waren, die den Markt eröffnet haben. Und da muss man natürlich auch gucken, dass überhaupt in Deutschland, und da muss man auch sagen, Deutschland ist da ein Markt, der auch noch etwas langsamer ist als andere Märkte. Also da gibt es durchaus Länder, die da sehr schnell auf eine neue Technologie aufspringen. Dafür aber auch ein sehr konsistenter Markt. Das heißt, wenn man im Markt erstmal bekannt ist, dann wird es eben auch weiter verwendet. Und von daher ist von uns auch immer so die Aufgabe, dass wir überhaupt erstmal in die Sanitätshäuser reinkommen müssen und eben die Vorteile unseres Produktes, die einfach auf der Hand liegen, dann auch so weit darstellen können. Genau. Dein Unternehmen hat mittlerweile 20 Mitarbeiter und ist weiter am Wachsen. Du suchst neue Mitarbeiter und ich denke mir, dass die Leute müssen dir die Tür einrennen, weil das doch ein glücklich machender Beruf ist, anderen Menschen zu helfen. Ist ja, ich glaube schon, dass das auch unser Team ausmacht, dass die eigentlich alle Leute für das Produkt brennen und sich auch einfach freuen, was für Resultate man dann erreichen kann. Und es ist auf jeden Fall kein Job, wo man irgendwie jetzt sagt, oh, jetzt muss ich wieder hin und dann Hauptsache, wann ist bald 17 Uhr, dann kann ich wieder gehen, sondern es sind alle mit Leidenschaft dabei. Trotzdem ist es immer so eine Frage, wie kommt man an die Leute? Gibt es überhaupt Leute, die Arbeit suchen? Und findet man auch die richtigen Leute, die dann eben die Bereiche abdecken? Das heißt, wir fertigen alles selber. Wir suchen momentan in der Näherei Verstärkung, aber auch im Kommunikationsdesign und so weiter und so fort. Und gerade in der App-Entwicklung ist es natürlich immer ein Thema, auch überhaupt Fachkräfte zu kriegen, weil gerade auch durch die Nähe zu Hamburg natürlich die Löhne deutlich, deutlich steigen in Lüneburg auch. Genau, ja. Also ihr sucht Mitarbeiter. Genau. Nochmal ganz deutlich zu sagen. Man darf sich bewerben. Das genau. Ist ein glücklich machender Beruf. Evomotion kommt von Emotion oder von, wie seid ihr auf den... Genau, also die Grundidee eigentlich, die ich hatte, ist, dass man eben so aus den Wörtern evolve, Emotionen aber auch, also dass man eigentlich den Gang wieder entwickelt oder wieder zu etwas Normalem entwickelt. Und ich habe damals so ein bisschen rumgebastelt mit Wörtern, die ich eben sinnvoll halte und dann ist das der Name Evomotion dabei rausgekommen. Ich bin eigentlich ganz glücklich damit, weil er immer noch das verkörpert, was wir eigentlich heutzutage machen. Genau. Ich danke dir ganz herzlich für das schöne Gespräch, Aljoscha Dirks. Vielen Dank.